Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Minecraft Let's Play. Boah, ich muss sagen, ey, so heftig die letzten Folgen, ne? Einfach nur mega geil. Es wird aber jetzt so langsam und es gefällt mir mega, mega gut. Ich muss aber gleichzeitig mal sagen, diesen ganzen Bereich hier, also das hier, ne? Von hier oben von der Klippe bis hier runter. Dieser Wald muss verschwinden. Der muss wirklich verschwinden. Wir brauchen die freie Sicht aufs Meer und wir müssen das hier dahin anpassen. Werden wir machen, kann man tatsächlich auf die To-Do-Liste schreiben. Aber das machen wir nicht jetzt, ne? Also wir haben andere Projekte, die jetzt einfach vorgezogen werden, wie hier unser kleiner Anglerteich mit Restaurant, den müssen wir bauen. Aber es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die gemacht werden müssen, weil mir ist aufgefallen, wir haben jetzt so gut wie alles angepflanzt, natürlich nicht alle Blumen genutzt. Und ich bin auf so eine kleine Idee gekommen, weil wir hier nur wirklich ein paar Tulpen stehen haben. Und ich glaube, da oben sind es auch nur ein paar. Wie kommen wir jetzt an andere ran? Das ist halt die Frage. Wir haben aber unten noch andere... Was hat mein Hund gerade? Hallo, geht's? Alles gut? Ah, der spinnt wieder auch nur rum. Naja, der will mich wieder ärgern, glaube ich. Aber ist nicht so schlimm. Lassen wir mal stehen. Dolphin! Zwei Stück sogar. Ja, so ist es halt. Da sind Fische drin, schön. Die können wir irgendwann mal fangen und dann von dort nach dorthin setzen. Dann haben wir endlich auch mal Fische da drin. Und ja, das sieht schön aus. Ne? Jetzt, wo es so grün ist, das ist unfassbar geil geworden. Ja, aber... Und da ist mir natürlich aufgefallen, hier, Zuckerrohr haben wir noch gar nicht eingepflanzt. Weil das kann ja dann nicht bleiben und dann müssen wir einfach mal gucken. Ich habe da so eine ganz kleine Idee, was man machen kann. So, also ich würde es schön finden, insofern es klappt. Also hier wird es höchstwahrscheinlich schon nicht klappen, weil das Wasser nicht hoch genug steht, ne? Doch, er macht es. Sehr geil. Okay, das finde ich ja cool, weil dann können wir hier so ein bisschen mit dem Zuckerrohr hier entlang hochziehen. Dann haben wir den auch drin. Ja, hier musst du die höchstwahrscheinlich wieder rausnehmen erstmal, ne? Komm, falls wegschwimmen, ne? Ja, hier ist halt blöd, ne? Dann wird es hier ein bisschen eng. So. Ne, das hier mag ich nicht. Das hier will ich es definitiv nicht. Das lassen wir dann lieber auf zwei Stück verzichten. Muss die auch rausnehmen? Nein, ist genau umgedreht. So, was machst du für einen Blödsinn? Nimm das Zeug jetzt raus. Rein, Schaufel. Danke. So, müssen wir ein bisschen gucken. Hier machen wir es dann auch nicht, hier auch nicht. Und hier könnten wir es tatsächlich machen. Hier könnten wir es tatsächlich machen. Die mal kurz raus. Dann setzen wir die wieder. Den da auch raus. Und dann setzen wir die einfach mal dorthin. Der da, der ist halt zu tief, ne? Der sitzt halt so tief. Ist nicht schlimm. Jetzt gucken wir noch, wo wir noch welche setzen können. Da. Hier ist ein Stein. Vielleicht da und da, wenn die raus sind. Ne? Das könnte, hier könnte es definitiv klappen. Super. Das macht es noch ein bisschen cooler, ne, das Ganze. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier... Ne, da ist ein Stein. Hier kann man nichts mehr. Ich stehe überall die Rosen. Aber hier... Ja. Müssen wir uns ein bisschen Zeit lassen. Jetzt einfach so ein bisschen gucken, wo der Schilf noch dazwischen passt, ne. Das ist der Lückenfüller. Und dann haben wir ihn außerdem auch drin. Das ist halt das, was gut ist. Das ist zu tief oder zu hoch. Jetzt kann man überlegen, dass man sagt, hey, die hier kommen mal weg. Weil die auf der Kante stehen, ne? Da können wir ja schön den Zuckerrohr setzen. Das macht noch so ein bisschen eine schöne natürliche Grenze. Ich setze noch jetzt... Ah, ne, den hätte ich jetzt stehen lassen können. Ich setze die auch jetzt bewusst alle und ich lasse auch nichts frei dazwischen. Weil ich das jetzt einfach gern so hätte. Hier sind die Möhrchen. Hier können wir genau das Gleiche machen. Das heißt Erde. Mega, ne? Also heute korrigieren wir dann so ein bisschen alle Fehler. Ne? Das ist aber okay. Ich wollte gerade sagen, was hast du denn für eine Macke? So. Und das ist alles nur wegen dem Zuckerrohr, ne? So, hier runter. Das ist super. Können wir machen. Da. Oh, das wird viel, viel ausgebessert, ne? Aber so ist das halt. Komm, setz den Block. Ich dachte, der spült mir das da alles weg. Ja, noch zwei. Nein, das war zu früh. Jetzt hast du noch drei. Noch zwei. Und nur noch eine. So. Schaut, das ist schön. Das ergänzt das wirklich sehr schön. Dann haben wir auf dieser Seite keine Rosen stehen, ne? Das so wie auf der anderen Seite. Das ist hier dann ein bisschen anders. Die Karotte kann da bleiben. Die brauchen wir nicht. Hier, super. Du stehst da falsch. Das ist super. Das ist zu hoch. Die kann wieder weg. Die kann weg. Die bleibt stehen, die Rose. Hier, ne, geht auch nicht. Hier aber bestimmt, ne? Boah, krass, aber den ist komplett... Ne, niemals. Doch, wir haben den komplett verbaut. Okay, krass. Aber das wird schön. Wenn das noch wächst, dann ist das super.
So, pass auf, jetzt haben wir die Tulpen, die Rosen. So, einmal hier die, das müssen die hier sein, ne? Super. Dann hatten wir noch die anderen, das sind die weißen. Müssen wir mal kurz hoch. Ja. Du bist ein bisschen chillig hier, ne? So. Mal die noch hier hinpflanzen. Und da. Okay, wir können jetzt gucken gehen, ob wir rosa Tulpen und weiße noch finden, für das hier ein bisschen aufzufüllen. Ich glaube, ich würde das erstmal angehen, ne? Guck mal, hier können wir auch schon ein bisschen wieder ernten. Die sehen ja schon jord aus. Ja, sonst wäre mal hier nicht her der Lage. So, habe ich nur 3 Stück gekriegt. Das ist so ein Scherz, ne? Ah, ich wollte gerade sagen. Also, du kannst mich doch nicht hier verarschen. Also, kannst du schon. Aber es wird dir nicht gelingen. Du glaubst nur, es würde dir gelingen. So, jetzt bräuchte ich wieder Regen. Er fragt nach Regen. Nein, aber ganz im Ernst, das mit dem Regen, das wusste ich wirklich nicht, ne? Das ist ein unfassbar cooler Call von Minecraft. Dass sie das tatsächlich mal angepasst haben. Ich würde mal sagen, dass das dezent falsch, ne? Aber nur so. Das ist immer noch falsch. Ich muss diesen Erdblock da wegnehmen. Super, danke. 3, 2. Und das war's. Super. Dann haben wir hier schon mal noch ein bisschen weitergebaut. Das hier gefällt mir auch sehr gut. Das läuft auch schön nach hinten aus. Hier könnte man natürlich dann später irgendwie ein bisschen in die Richtung ziehen. Aber wir müssen aufpassen. Ne? Wir müssen ein bisschen spannend machen alles. Ne? Nicht so viel Stress und nicht alles beisammen. Das ist halt... Da müssen wir drauf aufpassen, dass uns das nicht passiert. Ne? Es soll immer noch Spaß machen. Immer willst du mich verarschen? Du weißt ja, dass das mein Erdblock ist, ne? Kannst du mal wenigstens sagen, wo du ihn geklaut hast, dass ich ihn ersetzen kann. Nee, will es natürlich nicht. Ist mir auch schon wieder klar. Ist mir schon wieder klar. So, pass auf. Ich glaube, jetzt haben wir aber alles angepflanzt. Ne? Fehlt irgendwo eine Möhrchen. Lieber noch eine Möhrchen. Und kurz einmal hier rüber fliegen. Das hätte auch besser hinkriegen können. Okay, pass auf. Hier. Kartoffelchen sind wir fertig. So krass, wenn ich bedenke, wie wir hier angefangen haben. Hier war nichts, ne? Und jetzt ist ein üppiges Feld hier. Das sieht unfassbar gut aus. Und seht ihr die unterschiedlichen Strukturen hier von den Kürbissen? Der Plan geht fast auf, ne? Finde ich cool. Finde ich wirklich geil. Da könnte noch eine rein oder 2. Die sind falsch gewachsen. Das ist aber nicht schlimm. Das kann man aber so lassen. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Gucken wir nochmal von hier. Ja, hast verdient. Guck mal, das Weizenfeld wird auch schon... Das ist geil. Das ist wirklich geil. Also mir gefällt es wirklich richtig gut, ne? Ja, ich hab's gebaut, ne? Es wäre schon blöd, wenn es mir nicht gefallen würde. Aber das muss ja nicht, ne? Und hier haben wir ja auch gesagt, jetzt ziehen wir das hier noch rum, ne? Für die Kühe. Aber da habe ich noch eine Idee. Eichenlaub. So, wir bauen das hier. Das wollte ich sowieso noch machen. Alles noch eins höher bauen. Auf jeden Fall auf dieser Seite, weil sonst hauen uns die Tiere da ab. Ne, das müssen wir ja vermeiden. So, wir dürfen ja hier in keinster Weise irgendwie raus. Ja, ich habe nicht genug Laub. Pass auf, geh einfach mal holen. Ich wollte das auch überall... hören wir jetzt mal auf, so überall immer reinzufliegen. Das nervt mich jetzt schon, ne? Er scheint auch da zu sein. Ich weiß nur nicht, was passiert, wenn ich einmal relogge, ne? Okay, wieso bin ich hier hingekommen? Wegen Laub. Laub. So, nimm mal 2 Stacks mit. Genau. Und iss noch mal was. So, nächstes Projekt. Ich bin am überlegen, ob ich ein Outdoor-Projekt mache. Noch eins. Oder ein Indoor-Projekt mache. Wie beispielsweise unten das Villager-Lager. Also die Wohnungen. Also du hast auch irgendwie ein bisschen Stress hier, ne? Ich würde ja sagen, ich schau dir die Blume da weg. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass ich dich treffe. War so klar. Flieg weg, weil die dürfen dich nicht alle stechen. Sonst habe ich keine Bienen mehr da. Jetzt gehe ich runter wie so auf ein Herz, ne? Nee. Scheiße, ich wollte die nicht schauen. Ich wollte dir nur helfen. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, dahin zu gehen, ne?
Hör mal, ich hab doch in unserer Farm hin. Möchte ich gern zum einen mal wissen, was sagen unsere Eisenfarmen überhaupt? Läuft? Sehr schön, sehr schön. Man könnte noch Mond dazwischen pflanzen, ne? Aber das wäre rot. Ich will aber kein Rot drin haben. Super. Kannst du hier mal schlafen? Das ist mal Jord. Und da können wir mal gucken, was hier überhaupt die hier sagt. Kannst du nicht zumachen? Danke. Ach, drin. Das ist nicht gerade dick, ne? Das ist nicht wirklich viel. Was ist denn das Problem hier? Warum löst du nicht aus? Der hier wächst nicht. Deswegen löst er nicht aus. Ich glaube, das liegt daran, weil hier das Holz stört und er fühlt sich hier eingeschränkt durch das da. Also, das könnte ich mir vorstellen. Jetzt kannst du wieder wachsen, ne? Pass auf, dann machst du hier auch noch weg. Aber der hier, der liegt bestimmt... Ne, das geht auch noch. Und das ist der Außenblock, ne? Ja, das ist der Außenblock. Den müssen wir aber wieder setzen. Den müssen wir wieder setzen. Pass auf, setz erstmal ein Laub. Und dann setzt du den Block richtig ran, ne? Und das Laub entfernst du gleich. Aber das Laub könnten wir auch lassen. So, dann hoffe ich, dass du jetzt wächst. Weil du bist nämlich der, der hier alles klärt, ne? Das ist dir das bewusst? Weil die anderen, die wachsen ja alle, ne? Guck, die sind ja auch schon oben, ne? Also, das könnte funktionieren. Oder soll mal hier vielleicht noch einen nach hinten gehen? Guck mal hier. Weißt du, wenn wir einfach noch ein bisschen mehr hier so freilassen? Ich hab nur Schiss, dass das Ding bis rüber geworfen wird, ne? Das möchte ich halt nicht. Ich finde, du hast heute ein bisschen viel Schiss von allem, ne? Guck mal, setz mal ein paar mehr. Super. Weißt du, wenn der auslöst... Habe ich Knochen dabei? Ja. Ja. Nee, funktioniert. Oh. Doppelwachstum. Aber sie fallen nicht ins Wasser. Sie fallen nicht ins Wasser. Das ist... Das ist das Problem. Die fallen nicht ins Wasser. Ein paar. Aber die Mehrheit bleibt da oben. Das ist bitter. Ja, das ist kein Deal, ne? Ich weiß halt nicht, was ist denn, wenn... Also, Test, ne? Wir nehmen mal kurz das Wasser da weg und setzen das dahin. Ah, ne, das schwimmt nicht da durch. Hätte ja sein können, dass es vielleicht sagt, oh, hey, weißt du? Nicht cool. Wirklich nicht cool. Da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Vielleicht kann man... Trichter drunter setzen. Kann das sein, dass der durch den Erdblock geschafft, das durchzuziehen? Nee, ne. Doch, das müsste doch klappen. Ach, ich weiß es nicht. Egal. Sie wächst. Das ist alles, was zählt. Sie wächst. Aber sie funktioniert nicht gut. Das ist halt mies, ne? Schade, schade, schade. Aber 19 schon mal drin. Das waren 8 vorhin, ne? Natürlich, hier 16 hat er nicht drin. Aber okay. Kann man mal machen, ne? Wir geben dir noch eine Chance, so einfach. So, machen wir es wieder zu. Das wär's jetzt, ne? Ja, komm, hier ist mein Lager. Der eine muss weg hier. Definitiv. Auch wenn das schön aussehen würde. Hier müssen wir natürlich auch noch weiter bauen, ne? Puh. Okay. Hier muss der ganze Boden ausgetauscht werden, ne? Das Ding ist, wir sind aber jetzt an der Farm dran. Und die machen wir auch erstmal fertig. Also die ist ja im Endeffekt jetzt abgeschlossen. Ne? Ich bin nur mit den Blumen dran. Wisst ihr was? Wie viel Platz habe ich dabei? Ja, komm. Es sind ja nur 2 Sorten an Blumen, die ich brauche. Hier hinten ist doch irgendwo ein Blumenfeld, ne? Moment, wir fliegen noch ein paar Meter. Das sind nicht die, die ich brauche. Das müsste doch hier irgendwo. Geh mal hoch. Hier ist es. Hier ist es. Ja, hier werden wir doch hoffentlich noch genug Blumen finden. Also, weiße bräuchte man.
weiße Tulpe ist schön. So, und das ist eine blaue Tulpe. Wir brauchen aber lila. Weiße? Wo ist die andere? Ah, das ist auch noch weiß. Die hier braucht man, ne? Rosa. Das hier war weiß, ne? Wir sagen einfach mal, es ist weiß. So, die müssen wir dann noch ernten hier. Das ist ja auch kein Ding, ne? Gehört halt dazu. Jetzt sind wir halt der Blumenmensch. So, nur von den anderen, den lilanen. Ich glaube, das wird eine schwer krasse Nummer, ne? So, wie viel habe ich denn jetzt? 17 davon. Und, oh, ja, ja, ja. Also, setz die mal runter. Zwei rosa nur. Das, vielleicht muss ich mir bei den rosa Tulpen mal überlegen, da mehrere durcheinander zu mischen. Ne? Dass wir so ein richtig buntes Feld haben. Aber erstmal guck mal, was wir hier so rauskriegen. Und dann entscheiden wir. Weil bunt durchgemischt, es würde es wesentlich einfacher machen. Ne? So, ich brauche dich. Also. So. Ob du willst oder nicht, du musst in meine Tasche. Da wird nicht rumdiskutiert, ne? Oder ist eine rosa Tulpe, die wir hatten? Also ist ja die. Schon nichts gesagt. Nichts gesagt, nichts getan. Ja, das ist genau das Problem. Ich würde mal was tun. So, weiß, das ist schön. Weiß werden wir nachher mehr als genug haben. Ah, hier sind ein paar rosa, ne? Das ist rosa. 16, 17, ja, super. Jetzt wird's. Natürlich, wir pflanzen das Blumenfeld von A nach B, ne? Das war ein bisschen blöd. Ich finde es so schade, dass man die nicht vermehren kann, die hier. Aber gut. So ist das, ne? Muss man machen. Kriegen wir ja locker hin. Bam, bam, bam. Was soll ich euch großartig über Tulpen erzählen? Ja, nee, kommst du hoch? Super. Mag Tulpen tatsächlich. Lieblingsblume meiner Freundin, ne? Ja, haben wir auch bei uns wachsen. Natürlich, klar. Ja, schon blöd, wenn nicht. Ne? Wenn ich selbst gepflanzt. Mhm. Muss. Er freut sich jedes Jahr drüber. Das ist wichtig. Die kleinen Dinge des Lebens, Leute, die machen es. Schau mir mal. Ja? Ihr braucht keinen Blumenstrauß für Valentinstag zu kaufen. Ich finde das sowieso, ich finde das so lächerlich. Also, sorry, aber wer sich da einen Blumenstrauß erwartet, hat nichts verstanden, ne? Weil es gibt viele schönere Tage, wo man ja seinen Partner eine Freude machen kann, wie ein Tag, der ja auch schon offiziell da ist, ne? Es ist so bescheuert. Am anderen Tag wird es viel mehr Effekt geben. So, pass auf, was hast du? Nö, 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 nö. Nee, brauche ich alles nicht. Brauche ich nicht. Aber ich finde es das so, ne? Du hast viel mehr darauf. Also, ich finde den Impact, den man erzeugt, wenn man seiner Frau Blumen kauft, an irgendeinem willkürlichen Tag im Jahr. Gut, höchstwahrscheinlich sagt sie, was hast du falsch gemacht? Oder hast du irgendwas verbrochen? Aber auch das ist natürlich immer ein bisschen fraglich. Möchte aber jetzt nicht jedem unterstellen, ne? Also, aber auf der anderen Seite ist das viel schöner, wenn man genau so einen spontanen Tag erwischt. Weil nur weil Valentinstag ist, dann Blumen zu schenken. Ich muss persönlich sagen, Blödsinn. Ist einfach nur Blödsinn. Das ist ein gesellschaftlicher Druck und da passe ich mich nicht an. Muss ich ganz ehrlich sagen. Möchte ich nicht. Ich mache das gern, wenn ich das machen möchte und nicht, weil ein Tag im Jahr mir sagt, jetzt musst du Blumen kaufen, die sowieso überteuert sind an dem Tag, ne? So. Nee. Nee, nee. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht, kriegen wir nicht. So. Du bist aber noch weiß hier, ne? 64. Pass auf, dann nimm die mal raus. Also 44 zu über 64, ne? Ja, rosa Blumen macht es kompliziert. Wo sind wir in der Aufnahme? Also das, ich möchte das gern abschließen oder fast abschließen. Aber wir können ja nicht hier nur noch Blümchen farmen, ne? Dann nicht Valentinstag. Ha, ha, ha. Okay, komm, der war nicht schlecht, Leute. Der war nicht schlecht. Ich fand den lustig. Der kleine Diss für den Valentinstag. Na, ich habe ja nichts gegen den Tag oder so, ne? Aber es ist einfach tatsächlich ein gesellschaftlichen, ja, Event, wo jeder das zu machen hat. Und alles ist so extrem teuer, ob du essen gehst oder Blumen kaufst. Und dann denkst du einfach, nee, dann machst du das einen Tag davor, dann einen Tag danach. Dann ist es günstiger. So. Guten Tag davor vielleicht nicht, aber danach ist es wieder okay. Naja. Da kann ja jeder drüber denken, wie er möchte. Ich denke aber so drüber. Nee. Nee, 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 nee. Aber hey, wir haben ja eine Blumengeschichte gebraucht. So, jetzt hat er eine, ne? So.
64 von denen. Aber wir sammeln gut, ne? Was ist. Bist du. Moment. Die Steinplatte kannst du rausschmeißen. Eine Marguerite! Ich mag die total. Die sind schön. Wirklich schöne Blumen. Guck mal, hier ist noch ein bisschen lila, weiß. Guck mal, wie weit wir mit denen kommen, ne? Aber ich glaube, das reicht immer noch nicht aus. Mit den weißen vielleicht. Mit den rosé-farbenen nicht. Aber mal gucken. Wir gucken einfach, ne? Nachher ist es andersrum. Dann wäre es auch so. Wir brauchen ja nur die Einheit, die uns fehlt. Ne? Wir wissen ja nicht, wie viel genau uns fehlen. So. Haben wir es alle? Hast du alles abgegrast, ne? Hier werden auf jeden Fall keine Blumen mehr wachsen. So schade, dass man die nicht einfach replizieren kann, ne? Falsche, was denkst du darüber? Na, du rennst einfach weg, ne? Ja, dir ist das egal. Blumen essen, lecker. Okay, pass auf. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier so langsam verpieseln, ne? Weil es wird ein bisschen dunkel und ich mag das nicht so, ne? Komm, hier. Zünd eine Rakete! Kein Feuerwerk, Leute, Mensch, das ist nur eine Rakete. So, ich wohne, da war das Ding, ich wohne da hinten. Guck mal, da läuft sogar schon eine Fackel hier. Das Lava, ne? Das ist nicht mein. Also, das machen wir langsam. Hier sind die Pferde. Ich wohne da. Weiß man gar nicht so sicher. Okay, ich habe keine. Das ist meine Lava. Das ist nicht meine Lava. Das ist mein Lavasee. Das ist auch nicht mein Lavasee. Wo wohne ich denn gerade? So viel zum Thema, Leute. Wollen wir uns mal eine richtig geile Runde verfliegen? Das sieht so aus, ne? Pass auf. Erstmal muss ich in meine Kiste. Weil ne Rockets, ne, und so. Ah, ich muss auf dem Boden auch noch. Der haut mich da. Ah, die menschliche Fackel. Super. Okay, pass auf. Flieg mal hoch. Wir werden ja in der Lage sein, hier zu wissen, wo wir wohnen. Da ist mal ein Lavasee. Aber wo wohnen wir denn? Da ist noch ein Lavasee. Aber da ist zu dunkel hinten. Da ist unser Berg. Oder? Ne, unser war nicht so groß. Unser war definitiv nicht so groß. Okay, jetzt geht das Spiel los. Vor allem, ich weiß ja jetzt noch gerade nicht mehr, wo ist das Wasser. Aber pass auf. Wir wohnen ja im Osten. Das heißt, wir müssen dorthin wohnen. Wohnen wir definitiv nicht. Mal, du stehst aber richtig blöd zur Zeit. Kannst du mal zeigen, in welche Richtung du gehst? Da ist was? Das ist wieder der Lavasee, ne? Menno, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe mich verlaufen. Also auf Land, mal auf den Baum und da guckst du mal, dass das mal hier so ein bisschen mal beobachten, wo der Mond hinwandert. Er wandert dorthin. Das heißt, wir müssen in die Richtung fliegen, ne? Kann nicht so schwer sein, ey. Ja, das sieht gut aus. Da erinnere ich mich dran. Da ist unser Lavasee. Hier wohnen wir. Boah, pass mal auf. Jetzt wissen wir gerade, wo wir sind. Wir müssen auch in die Farm kurz reparieren und so. Aber wie sieht das hier von hier oben schon so aus? So ein bisschen so einfach das Feeling so mitkriegen. Wie sieht unsere Area so aus? Ah, es wird. Es ist doch noch nicht so unfassbar geil. So von oben. Aber es wird. Es wird tatsächlich. Ja? Wenn du ein bisschen näher kommst. Oh, guck mal, hier ist auch noch ein Lavasee. Das ist ein Herz, Leute. Guck mal hier. Das ist ein Herz. Oh, zieht halt mal hoch wieder. Zack, reingeplumpst, ne? Meine Rakete auch einfach so verschwende die ganze Zeit, ne? Geil. Doch, es wird. Also hier ist schön dezent so mit den Lampen, ne? Ach, das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Okay, ich muss mal kurz in die Farm hoch. Wir farmen jetzt mal eine Runde. Ist eh nachts, das heißt, der Respawn ist relativ gut. Da ist er. Ne? Also kann ja nicht nur zündeln hier. Wir müssen auch so langsam einfach mal ein bisschen... Schaffen wir es bis dorthin? Niemals. Nein.
Super. Mach mal hier los. Leg mal los. So, wir gucken erstmal hier rein. Gut, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Platz. Das heißt, das da können wir da reinpacken. Das kann ich da reinpacken. Ich brauche ja ein bisschen Platz hier drin, ne? So, Versuch. Das passt soweit. Und hier haben wir auch noch ein bisschen was. Das ist schon mal gut. Dann nehmen wir mal kurzzeitig einfach mal unsere Schalker-Box nach unten. Super, die setzen wir mal dahin. Dann bräuchten wir unsere Werkbank. Wir lassen die einfach hier ein bisschen kruscheln, ne? So, dann brauchst du noch davon. Jetzt geht's aber los, weil du hast keinen Platz für die da reinzusetzen, ne? Das ist 1:1 war das doch, ne? Oder ich brauche Papier. Papier brauchst du. Du brauchst nur das Papier. So, und das Papier war 1:1. Ja, das gefällt mir. So, dann kannst du die wieder da reinpacken. Kannst auch ruhig ein bisschen mehr Papier noch machen, ne? So mal so nebenbei. Ah ja, mit einem kommst du weit. Oder? Super. Papier da rein. Upp. Und dann würde ich sagen, du rein. Habe ich ja alles? Nein. Ja, 64 und 1. Ja, das ist doch schön. Guck mal hier. Jetzt haben wir doch hier schon richtig was hier drin. Bam, badam, bam. So schnell macht man Raketen, Leute. Ein bisschen vorbereitet. Guck mal hier, was wir da haben. Hier haben wir noch 128 Stück, die da sind. 64 in der Tasche, also 65 für genau zu sein. Das ist doch schön. Das ist doch wirklich schön. Das läuft. Ja, mein Inventar sieht aus wie Kraut und Rühe. Ist mir aber egal. So, pass auf. Die muss wieder rein. Super. Eine Werkbank dahin. Und dann hätten wir es schon. Sollte mir mal einen Eimer hier reinlegen. Das hattet ihr auch mal gesagt. Aber besser ein Gefühl mit Milch, ne? War jetzt gerade nicht. So. Dann machen wir das. Da ist ja schon ein bisschen was los. Jetzt essen wir noch schnell eine Kleinigkeit. Eine Möhrchen. Ja, der Brotarier verändert sich gerade, ne? So ist das halt. Ja, also ich glaube, die hat eine gute Productivity, ne? So, erstmal nimmst du mal deine Axt. Da habe ich auch Reparatur drauf, ne? Ich habe überall Reparatur drauf. So. Dann haust du mal einzeln mit der Axt. Und die mal ein bisschen hochkriegen wieder, ne? Und auch ein bisschen Level noch. Aber wir müssen ja auch gucken, dass mal Level 30 komme, ne? Super, jetzt sieht die schon wieder besser aus und du stirb jetzt. Ich verstehe nicht, dass die. Wie viel Life hat dann so eine Hexe immer? Oh, wir haben eine Fiole gekriegt. Die ich nicht heben kann, weil sie in die Kiste gefallen ist. Okay, dann gucken wir nochmal in die Kiste. Ein bisschen Eisen drin. Ein Knochen wieder. Finde ich auch schön. Ich habe keinen Platz, ne? Pass mal auf. Mach dir einfach Platz. Oh, ciao. So ist es. So ist es und so war es schon immer. So ist es und so war es schon immer. 22 hält man davon. Das ist schön. Pfeile könnte ich auch wieder ein paar stacken. Ja, ich finde, die Farm läuft richtig gut. Da kannst du mitnehmen. Pfeile kannst du stacken. 62 Stück. Den Rest lässt mal alles hier, ne? Lass das vorübergehen, alles da. Ja. Ja, ja. Bin ich einverstanden damit. Aber guck mal, jetzt haben wir wirklich gut Blumen gesammelt in der kurzen Zeit, ne? So, und keiner ist dran gestorben. Und meine Schaufel, die hat ja auch Rappy. Die will ich auch ein bisschen reparieren, ne? Ja. Einfach mal ein bisschen draufhauen. Da kriegt die auch mal ein bisschen was ab hier, ne? Natürlich leveln wir dadurch nicht, weil alles in die Schaufel geht, ne? Super. Pass auf, ich skippe mal einfach 5 Minuten und dann machen wir hier weiter. Okay, okay, okay. Es waren keine 5 Minuten. Ich habe auch keine Lust mehr hier rumzustehen. Mir ist aber aufgefallen, meine ganze Rüstung ist doch schon dementsprechend kaputt. Und das ist halt nicht so geil. Da muss auch unbedingt mal Haltbarkeit drauf. Weil es ist doch schön, dass ich hier Schaufel und Co. alles repariere. Aber der Rest, der bräuchte auch ein bisschen was, ne? Also muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Also die Rüstung könnte eventuell auch mal noch so ein Teil vertragen. Ne? Also Reparatur. Da sollen wir uns mal drum kümmern, dass man vielleicht mal... Ja, vielleicht mal... Mal was anderes machen jetzt, das Bauen. Also wir machen natürlich das Projekt Garten da auf jeden Fall fertig. Das hier gefällt mir. Ich habe mir hier noch eine Werkbank hingestellt, die ich dauerhaft dort behalten. Da habe ich noch einen Platz mehr im Inventar gehabt. Das hat mir jetzt ein bisschen besser gefallen. Und ich würde sagen, erstmal nehmen wir die eine Rakete raus. Super, die Schalker-Box habe ich dabei. Und dann fliegen wir einfach mal zurück. Ich habe mir die auch gerne auf diese Seite gestellt, also dahin, damit ich weiß, dass ich hier immer hinfliegen muss. Ne? So, so. Dann machen wir heute noch auf jeden Fall die paar Blümchen, die wir dort noch haben, zu setzen. Die setzen wir jetzt noch. Und dann gucken wir mal. Dann würde ich aber sagen, dann würde ich das Projekt vorübergehend mal abschließen. Weil es ist fertig. Es ist einfach fertig. Es ist einfach nur krass, was wir hier gebaut haben, ne, in der Zeit. Ne? Wir müssen noch ein paar mehr Blümchen sammeln. Und hier mit den roten Beeten, ja, die werden einfach wachsen. Das hier sind weiße. Ne? Das hier sind die weißen. Die können wir dann nicht hierhin jetzt setzen. Jetzt füllen wir das hier noch schön aus.
Das finde ich gut. Und dann gucken wir mal. Ah, komm, noch nicht morgen, aber dann in nächste Woche, dass mal. Ich muss mir das tatsächlich dann aufschreiben, sonst vergesse ich das tatsächlich. Vielleicht uns mal um die ganzen Verzauberungen mal kümmern. Und ja, vielleicht die Villager mal zombifizieren, so langsam. Und die dann einfach mal, ja, in Bötchen packen, ne? Damit die sich nicht gegenseitig angreifen, den Golem wegsperren, vorübergehen, ne? Sonst stresst der uns ja und der killt alle unsere Villager, dass die mal einfach definitiv günstiger werden. So, weil es wäre halt schön, wenn wir mal die ganzen Verzauberungen mal alles drauf hätten, ne? Das heißt, wir versklaven sie, wir bestrafen sie und aus Belohnung, was kriegen wir? Einfach günstigere Mats, so. Das ist halt mega nett, sollte das natürlich nicht funktionieren im Real Life. Aber hier sieht das dann so aus, dass das so halt so der Fall ist, ne? Pass auf, hier solltest du vielleicht noch ein bisschen erstmal machen, bevor du da dich in die Ecke da verkriechen gehst. Aber das hier sieht doch schon richtig gut aus. So, pass auf, die paar hier machen wir noch ein paar weg. Die. Weil, das ist mir lieber, die stehen hier vorne. Nein, die kannst du tatsächlich lassen. Da sieht das ein bisschen gefüllter aus, ne? Ja. Und da. Super. Das sieht besser aus. Guck mal hier. So toll. Wirklich toll. Hast du gut gemacht, Junge, ne? Ja, so fein gemacht. Ein feiner Junge bist du. Pass auf, die 14 hier. Ich würde aber sagen, wir machen die Taktik so weiter, dass wir erstmal hier runtergehen und dann arbeiten wir uns so ein bisschen zurück, ne? Aber das ist das Beste, was wir machen können. Und dann hoffen wir, dass wir einigermaßen hinkommen. So einigermaßen, ne? Niemals reicht. Das sind viel zu viele Blöcke, die besetzt werden müssen. So. Oh. Es sieht auf jeden Fall 10-mal besser aus als vorher. Also das steht fest. So, dann haben wir hier noch ein bisschen Reparation gemacht, ne? Guck mal, noch 6 Stück. So. Mehr geht nicht. Wir haben einfach die Männer zurzeit nicht. Ich möchte auch jetzt nicht nochmal farmen gehen. Das ist mal gerade ein bisschen blöd. Das müssen wir dann einfach ein andermal machen. So, pass auf, jetzt setzen wir uns tatsächlich mal einen Tower of Defense wieder hier hin, wo der Ursprung war. Und dann würde ich sagen, wir schließen das Projekt jetzt erstmal ab. So, das machen wir. Und dann gucken wir einfach morgen, was wir mal machen. Vielleicht mal die ersten Vorbereitungen machen, ne? Für unsere Vorhaben, was wir nächste Woche dann angehen wollen. Ich glaube, das ist gut. Aber ich weiß halt nicht, wie man diesen Trank macht. Ich glaube mal zwischen den Folgen jetzt, zwischen dieser und der nächste. Für euch vergeht ja ein Tag, für mich aber nur ein paar Minuten. Dann recherchiere ich das mal, wie man diesen Wurftrank da macht, ne? Das ist ja... Den Zombie braucht ja keinen Heiltrank, der braucht ja diesen Schadenstrank, ne? Weil damit heilt der ja, ne? Ich glaube, so war das. Naja. Wir versuchen das einfach mal. Ist ja egal, ich muss ja nicht alles recherchieren. Aber sonst bin ich für... Ja, das Projekt... Kann sich zeigen lassen. Ich bin wirklich unfassbar glücklich damit. Es gefällt mir. Wenn ich mir hier oben mal angucke, hier mit den Weinen, mit den Weinen, was wir gebaut haben, die Glowberries, dann hier die Felder, hier das Zentrum mit den Tulpen, mit den Rosen finde ich schön, hier mit den Beeren hinten hin, hier den Lavendel, den Flieder besser gesagt, die Kürbisse, hier die Sonnenblumen, die wir nie sehen, ist aber egal. Es sieht einfach mega geil aus. Und das hier hin, da mit dem Wald, das bauen wir irgendwann ab. Irgendwann. Das soll auch nicht auf die To-Do-Liste, weil das ist, liegt so weit weg. Dafür brauchst du dann wieder Lust darauf. Ne? Wir haben jetzt genug geterraformt für den Anfang. Das ist einfach ein mega cooles Projekt gewesen. Und ich würde das jetzt einfach gerne hier beenden. So, das machen wir. Das haben wir jetzt geschossen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen gehen wir dann in die letzte Folge dieser Woche. Und da freue ich mich drauf. Also, bis morgen. Ciao mit V.